Hallo zusammen, ich schaute auf mein Uraniumglas und dachte, wie kann ich ein Glas erstellen, das genauso aussieht, aber ohne das ziemlich giftige und radioaktive Uranium zu verwenden? Gibt es eine andere Möglichkeit, Glas im ultravioletten Licht schön zum Leuchten zu bringen? Wie wäre es mit verschiedenen Farben? Ist das überhaupt möglich? Nun, finden wir es heraus. Es ist erwähnenswert, dass Uranglas vor etwa 2000 Jahren aufkam, als die Menschen beschlossen, dem geschmolzenen Glas einige uranhaltige Mineralien wie Auronit, ein Uranylphosphat mit bis zu 60% Uran, beizumischen. Neben seiner hohen Radioaktivität besitzt dieses Mineral auch eine hervorragende Lumineszenzeigenschaft. Vielleicht wurden deshalb im alten Rom uranhaltige Mineralien dem Glas hinzugefügt. Es wurde in Glasstücken gefunden, die Teil eines Mosaiks in einer antiken römischen Villa waren. Aufgrund der Seltenheit und der Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Uranerzen sowie des frühen Entwicklungsstadiums der Glaskunst wurde Uranglas jedoch erst im 19. Jahrhundert populär. Die Glasmacher jener Zeit beherrschten die Glühtechnik, die es schließlich ermöglichte, Glaswaren vollkommen transparent zu machen und sie im Sonnenlicht funkeln zu lassen. Glas in verschiedenen Farbtönen kann durch Zugabe von Verbindungen anderer Metalle neben Uran hergestellt werden. Beispielsweise enthält das heutzutage sehr beliebte grüne Glas Eisenoxid. Gewöhnliches braunes Glas wird durch Zugabe von Schwefel zu geschmolzenem grünem Glas hergestellt. Schönes blaues Glas hingegen wird mit Kobaltmonoxid hergestellt. Moderne Glasbläser können Glas in jeder Farbe und jedem Farbton herstellen. Sie können sogar das recht seltene rote Glas durch Zugabe von Gold herstellen. Allerdings ist es möglich, solches Glas billiger herzustellen, indem dem geschmolzenen Glas Selen und Cadmiumoxid hinzugefügt wird. Aber all diese Metalloxidzusätze färben das Glas nur in verschiedenen Farben und nur radioaktive Uranverbindungen können es im ultravioletten Licht wunderschön zum Leuchten bringen. Ist das wirklich so? Genau das dachte ich mir auch, bis ich mir ein Video auf Oleg Aizons Kanal ansah, indem er einen chinesischen radioaktiven Anhänger aus sogenanntem Thoriumglas untersuchte. Es stellt sich heraus, dass die Chinesen nun unnötige Thoriumoxide loswerden, indem sie sie im Glas auflösen und als eine Art magische Qi-Energie-Anhänger verkaufen. Tatsächlich handelt es sich dabei nur um Stücke radioaktiven Glases, die keine nützlichen Eigenschaften haben. Sie haben jedoch eine interessante Eigenschaft: Fluoreszenz im ultravioletten Licht. Das ist für Thoriumverbindungen sehr ungewöhnlich, da sie normalerweise nicht im ultravioletten Licht leuchten. Das kann daran liegen, dass die Atome einiger Metalle, wie zum Beispiel Thorium, in Glas Ionen bilden, die besser auf ultraviolette Strahlungen reagieren, als in Salzen und anderen Verbindungen. Okay, das wäre geklärt. Es ist möglich, Glas in UV-Licht nicht nur mit Uranverbindungen, sondern auch mit Thoriumdioxid in einem schönen Grün zum Leuchten zu bringen. Das einzige Problem ist, dass Thorium genau wie Uran radioaktiv und hochgiftig ist. Das Problem muss also noch gelöst werden. Es muss etwas anderes geben, das nicht radioaktiv und vergleichsweise sicher ist. Nach einiger Überlegung erinnerte ich mich an meine Experimente mit den sogenannten Lanthanoiden. Im Periodensystem stehen sie etwas abseits von allen Metallen und haben ähnliche Eigenschaften wie Thorium und Uran. Im Gegensatz zu diesen sind die Lanthanoide jedoch nicht radioaktiv. Wie die seltenen Erdmetalle werden auch die Lanthanoide aus Mineralien wie Monazit und Gadolinit gewonnen, die sich mit einem Dosimeter leicht nachweisen lassen. Tatsache ist, dass die chemischen Eigenschaften der Lanthanoide denen der radioaktiven Actinoide sehr ähnlich sind, sodass sie häufig zusammen vorkommen. Deshalb kann man in Erzen der seltenen Erden auch Thorium und manchmal sogar Uran finden. Hier in einer alten Mine in der Nähe des schwedischen Dorfes Ytterby gibt es beispielsweise ein riesiges Vorkommen, das viele seltene Erdmetalle enthält, die mit Thorium vermischt sind. Selbst mein Dosimeter kann es nachweisen. Normalerweise bleibt nach der Gewinnung einiger Lanthanoide aus solchen Erzen Thorium zurück, das heutzutage nur noch selten verwendet wird. Deshalb entsorgen die Chinesen es auf die bizarrsten Arten, zum Beispiel durch die Verwendung in Thoriumglas. In mehrjährigen Experimenten habe ich eine ganze Sammlung verschiedener Lanthanoid- und seltene Erdmetallverbindungen zusammengetragen. Einige davon haben sehr ungewöhnliche Eigenschaften. Zum Beispiel kann Holmiumoxid seine Farbe je nach Beleuchtung ändern. Wenn es LEDs ausgesetzt ist, ist es gelb, aber im Licht einer Leuchtstofflampe wird es orange. Das gleiche passiert mit der Neodymchloridlösung,
Wenn es LEDs ausgesetzt wird, verfärbt es sich violett, aber unter Leuchtstofflicht wird es gelb. Wenn wir alle Lanthanidoxide mit ultraviolettem Licht bestrahlen, können wir sehen, dass Europiumoxid anfängt, schwach rötlich zu leuchten. Das ist für ein Oxid eines Metalls äußerst ungewöhnlich. Diese ungewöhnliche Eigenschaft von Metallen und ihren Lanthanidverbindungen ist eine Folge ihrer ungewöhnlichen Elektronenhülle. Die äußeren Elektronen in einem Atom befinden sich in der 4f-Unterschale. Einfach ausgedrückt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Elektronen in den Atomen dieser Metalle weiter vom Kern entfernt sind, höher, als dass sie näher am Kern sind, so dass sie anfälliger für externe elektromagnetische Kräfte sind. Ich denke, das war verständlicher. Aus früheren Experimenten weiß ich, dass Europiumoxid und seine anderen Verbindungen, wie zum Beispiel Nitrat, im ultravioletten Licht hellrot leuchten können. Ich gehe davon aus, dass Glas mit Europiumoxid ebenfalls rot leuchtet, ebenso wie Verbindungen dieses Metalls. Aber es ist besser, meine Vermutungen zu überprüfen. Dafür beschloss ich, mit der Glasherstellung zu beginnen. Ich muss einige Substanzen mischen und sie bei sehr hoher Temperatur schmelzen, um das transparente geschmolzene Glas zu erhalten. Am einfachsten und billigsten lässt sich heutzutage Kalk-Natron-Glas herstellen. Die genauen Mengenverhältnisse der Komponenten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Dieses Glas wird heute zur Herstellung von transparenten Glasflaschen und einigen billigen Küchengeräten aus Glas verwendet. Da dieses Glas Backpulver, das heißt Natriumcarbonat, enthält, muss ich es zunächst beschaffen. Dazu habe ich gewöhnliches Backpulver, das heißt Natriumbicarbonat, verwendet und etwa 250 Gramm in ein Becherglas aus hochhitzebeständigem Quarzglas gefüllt. Das Gesamtgewicht betrug zusammen mit dem Becherglas 315 Gramm. Dann erhitzte ich es auf 300 Grad Celsius. Das Natriumbicarbonat begann sich in Natriumcarbonat und Kohlendioxid zu zersetzen, das nach einer Weile die Dicke der Substanz zu durchbrechen begann und diese Rinnsale auf der Oberfläche des Sodas bildete. Nach 30 Minuten Abkühlung wog ich den Becher erneut und er war 40 Gramm leichter. Das bedeutete, dass fast das gesamte Natriumbicarbonat in Natriumcarbonat umgewandelt worden war und ich reines Soda für die Herstellung von Kalk-Natron-Gas erhalten hatte. Jetzt musste ich nur noch die genaue Menge an Chemikalien abwiegen, die für die sogenannte Ofenfüllung benötigt wurde, also die Mischung für das geschmolzene Glas. Neben Soda benötigte ich auch Quarzsand, der praktisch reines Siliziumoxid ist. Aber ich habe einfach hochreines Siliziumdioxid verwendet, weil es einfacher zu kaufen war als Quarzsand. Als nächstes nahm ich Calciumoxid, allgemein bekannt als Brandkalk, und Aluminiumoxid. Nachdem ich alle Komponenten abgewogen hatte, mischte ich alles gründlich durch. Übrigens denke ich, dass es für die Herstellung von hochwertigem Glas nicht ausreicht, die Komponenten nur in einem Plastikbehälter zu mischen. Jede Komponente des Glases muss gründlich mit den anderen Komponenten vermischt werden. Ich habe eine normale Kaffeemühle verwendet, um alle Komponenten meiner selbstgemachten Ofenfüllung zu mischen. Nach 5 Minuten Mahlen waren alle Komponenten zu einem Pulver verarbeitet und ich war mit der Feinheit dieses Pulvers zufrieden. Zunächst beschloss ich, das Glas in kleinen Quarztiegeln zu schmelzen. Und zwar in einem ganz normalen Mikrowellenherd. Ja, so einfach ist das. Also kaufte ich diese speziellen Mini-Öfen von einem chinesischen Hersteller, die innen mit einer Schicht aus Siliziumcarbid beschichtet sind. Diese Chemikalie wärmt sich in einem Mikrowellenherd recht gut. Und das Glas kann viel schneller geschmolzen werden als in einem großen Muffelofen. Ich denke, es ist besser, die Platte und den Kunststoffhalter aus der Mikrowelle zu nehmen, damit sie nicht durch die hohe Temperatur beschädigt werden. Nachdem ich den Tiegel mit der Ofenfüllung in die Mikrowelle gestellt habe, decke ich ihn mit diesem Mini-Ofen ab und erhitze ihn 7 Minuten lang bei voller Leistung. Wenn wir hineinschauen, sehen wir, wie schnell der Inhalt eines solchen Mini-Ofens anfängt, rot zu glühen. Ich glaube, dass 7 Minuten ausgereicht haben, um das geschmolzene Glas und eine Mischung verschiedener Oxide in den Tiegel zu bringen. Ja, der Farbe des glühenden Ofens nach zu urteilen, muss die Temperatur dort über 900 Grad Celsius betragen haben, sodass das Glas geschmolzen sein sollte. Aus irgendeinem Grund ist dies jedoch nicht geschehen und der Inhalt des Schmelztiegels ist immer noch fest. Vielleicht war diese Menge an Ofenfüllung nicht ausreichend, also beschloss ich, mehr davon in den Schmelztiegel zu geben und ihn erneut in der Mikrowelle zu erhitzen. Während das Glas schmolz, beschloss ich, einen Platz zum Gießen der Glasnuggets vorzubereiten. Dazu brauchte ich eine normale Graphitplatte, weil das Glas nicht daran haften bleibt. Ich erhitzte sie auf einem Gasbrenner, damit das neu hergestellte Glas nicht zu schnell abkühlte und aufgrund des Temperaturschocks verschüttet wurde. Nachdem der Tiegel zum zweiten Mal erhitzt worden war, beschloss ich, etwas selbstgemachtes Glas für den Test zu gießen. Aber aus irgendeinem Grund blieb es auch nach 10 Minuten Erhitzen fast fest und war nicht durchsichtig. Das war super seltsam. Anscheinend reagierte ein Teil des Glases mit dem Quarztiegel oder die Zusammensetzung dieses Glases ist nicht wirklich für einfache Experimente geeignet.
Also habe ich nach etwas gesucht, das sich leichter schmelzen lässt und transparenter ist. Für mein zweites Experiment habe ich mich entschieden, anstelle von Kalknatronglas Bariumboratglas herzustellen, das für optische Linsen verwendet wird. Es sollte bei hohen Temperaturen flüssiger sein und auch vollständig transparent sein. Dazu habe ich 33 Gramm Boroxid und 16 Gramm Bariumoxid genommen und sie in einer Kaffeemühle gründlich gemischt. In die Mikrowelle passt nur mein kleinster Tiegel. Aber leider nicht genug Material für das Experiment. Also beschloss ich, einen richtigen Muffelofen zu kaufen, der für meine nächsten Experimente auf 1200 Grad Celsius erhitzt werden kann. Ich stelle ihn auf 1000 Grad Celsius ein. Diese Temperatur sollte vorerst ausreichen. Nachdem ich den Ofen auf die erforderliche Temperatur aufgeheizt habe, stelle ich einen Tiegel mit einer Ofenfüllung für optisches Glas hinein. Ich lasse die Mischung 40 Minuten lang stehen, damit das Boroxid schmilzt und mit Bariumoxid zu Bariumborat reagiert. Nach 40 Minuten hat sich das Volumen des Inhalts im Tiegel verringert, was bedeutet, dass alle Oxide zerfallen sind und ein geschmolzenes Glas gebildet haben. Ich glaubte, dass es möglich war, ein kleines Nugget des entstandenen Glases auf eine erhitzte Graphitplatte zu gießen. Ja, ich hatte recht. Dieses Glas erwies sich als sehr flüssig und breitete sich wie ein süßer Sirup über die Graphitplatte aus. Aber aus irgendeinem Grund war es überhaupt nicht durchsichtig. Nach einiger Zeit begann das entstandene Glas sogar direkt vor meinen Augen trüb zu werden und es bildeten sich so etwas wie Risse darin. Noch eine super seltsame Sache. Während des Abkühlens verteilte sich das entstandene Material über die gesamte Platte und dann wollte es sich überhaupt nicht mehr davon lösen. Offensichtlich erfordert die Herstellung von Bariumboratglas eine ausgefeiltere Technologie. Zum Beispiel muss es in speziellen Öfen geglüht werden und darf nicht einfach auf eine Graphitplatte gegossen werden. Nun, meine Versuche, Kalknatronglas und Bariumboratglas herzustellen, sind völlig gescheitert. Vielleicht kann ich versuchen, hitzebeständiges Glas herzustellen. Vor einigen Jahren habe ich eine Fabrik besucht, die hitzebeständige Laborgläser herstellt. Das aus diesem Material hergestellte Glas kann Temperaturschock standhalten und ist auch bei einer relativ niedrigen Temperatur von 700 Grad Celsius immer noch weich. Für meinen nächsten Versuch habe ich mich für die Herstellung eines Glases mit einer relativ einfachen Zusammensetzung entschieden. Es bestand aus 15 Gramm Natriumcarbonat, auch bekannt als Soda, 15 Gramm Siliziumdioxid und 15 Gramm Borsäure. Damit hatte ich die Ofenfüllung für das Borosilikatglas. Um das Glas zu färben, fügte ich außerdem 3 Gramm Neodymoxid hinzu und zerkleinerte die Mischung anschließend gründlich. Nachdem ich es in den Muffelofen gestellt hatte, erhitzte ich den Inhalt des Tiegels etwa 30 Minuten lang. Während dieses Vorgangs war deutlich zu sehen, wie die Borsäure und das Natriumcarbonat zu zerfallen begannen. Sie verbanden sich dann mit Siliziumdioxid und bildeten Borosilikatglas. Endlich ist der Moment der Wahrheit gekommen. Habe ich es endlich geschafft, etwas herzustellen, das wie farbiges Glas aussieht? Ich glaube schon. Das geschmolzene Glas erwies sich als ziemlich flüssig und benetzte die Oberfläche der Graphitplatte nicht übermäßig. Das bedeutete, dass es höchstwahrscheinlich nicht daran haften bleiben würde. Auch die Farbe des Glases war ausgezeichnet. Ich habe es geschafft, echtes Neodymglas herzustellen. Jetzt musste es nur noch ein paar Stunden auf einem Ofen glühen lassen. Dann konnten wir seine Eigenschaften testen. Nach dem Tempern war das Glas nicht gesprungen, sodass ich endlich ein ziemlich gutes Stück Neodymglas herstellen konnte. Es kann seine Farbe je nach Beleuchtung ändern, genau wie das Oxid dieses Metalls. Wenn es dem Licht von LEDs ausgesetzt wird, sieht es violett aus, während es im Licht einer Leuchtstofflampe dunkelblau wird, was ziemlich ungewöhnlich ist. Außerdem kann solches Glas das gelbe Lichtspektrum blockieren. Es kann beispielsweise das Licht von Glühlampen und Natriumdampflampen blockieren. Und diese Eigenschaft wird in Filmstudios oft als ungewöhnlicher Filter verwendet. Glasbläser verwenden auch häufig die Dymiumgläser, weil sie die hellgelbe Farbe blockieren, die von Natriumionen ausgestrahlt wird, und es den Handwerkern ermöglichen, mit Glas zu arbeiten, ohne dass die Beleuchtung irritiert. Schließlich fand ich eine geeignete geschmolzene Glasmasse, die seltene Erdoxide sehr gut auflösen kann. Jetzt kann ich versuchen, etwas Ähnliches wie Uranglas herzustellen, das im ultravioletten Licht leuchten kann. Nach dem ersten erfolgreichen Experiment beschloss ich, eine weitere Mischung aus Borosilikatglas herzustellen, diesmal jedoch mit 2 Gramm Europiumoxid. Theoretisch sollte unser Glas dadurch im ultravioletten Licht schön rot leuchten. Nachdem ich die Ofenfüllung eine halbe Stunde lang im Ofen erhitzt habe, gieße ich sie auf eine Graphitplatte. Danach warte ich, bis es abgekühlt ist und glühe es. Nach 2 Stunden Glühen sieht der entstandene Klumpen aus wie gewöhnliches Flaschenglas. Aber als ich ihn mit ultraviolettem Licht bestrahlte, begann er hellrot zu leuchten. Es ist erstaunlich, wie drastisch eine kleine Menge Europiumoxid die Eigenschaften von gewöhnlichem Glas verändern kann. Aber mein Uraniumglas leuchtete im UV-Licht grün. Es wäre toll, Glas herzustellen, das wie Uran leuchten kann,
aber keine radioaktiven Elemente enthält. Nachdem ich eine Weile im Internet gesurft hatte, erfuhr ich, dass Terbiumoxidglas im UV-Licht auch grün leuchten kann, genauso wie Uran. Glücklicherweise hatte ich Terbiumoxid in meiner Sammlung dieser ungewöhnlichen dunklen Farbe, die sich von allen anderen Oxiden unterscheidet. Ohne Zeit zu verlieren, mischte ich eine weitere Portion Borosilikatglas mit 2% Terbiumoxid und zerkleinerte es dann wie immer gründlich. Nachdem wir die Ofenfüllung in den Tiegel gegeben haben, müssen wir nur noch warten, bis sich alles im Ofen in ein terbiumaktiviertes, geschmolzenes Glas verwandelt hat. Nach dem Gießen des Nuggets habe ich es wie üblich geglüht und nach 3 Stunden beschlossen, das abgekühlte Glasnugget unter UV-Licht zu überprüfen. Wie ihr sehen könnt, habe ich es geschafft. Dieses Glas leuchtet im UV-Licht wie Uranglas, aber es ist nicht radioaktiv und es ist viel sicherer herzustellen als die Arbeit mit giftigen radioaktiven Uranverbindungen. Es unterscheidet sich von Uranglas nur durch seine Farbe bei Tageslicht. Aber soweit ich weiß, hat reines Uranglas wie dieser Tropfen eine gelbliche Farbe. Der grüne Farbton wird durch die Zugabe von Eisenoxiden erreicht, wodurch das sogenannte Vaseline-Glas entsteht, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr beliebt war. Also, so gelang es mir, 2 Stücke ungewöhnliches Glas herzustellen, das meiner Meinung nach in seinen Eigenschaften viel besser ist als Uranglas. Es ist nicht radioaktiv und seine Herstellung kann sofort beginnen, ohne dass besondere Anforderungen der Strahlenschutzdienste erfüllt werden müssen. Übrigens habe ich nach den Experimenten erfahren, dass es möglich ist, Glas herzustellen, das im ultravioletten Bereich in anderen Farben als Rot und Grün leuchtet. Zum Beispiel kann blaues Glas hergestellt werden, indem man dem geschmolzenen Glas 2% Ceroxid hinzufügt. Und mit Hilfe von Dysprosiumoxid ist es möglich, gelb leuchtendes Glas herzustellen. Nun, ich glaube, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, wisst ihr mehr darüber, welche andere Substanzen Glas zugesetzt werden können, damit es wie Uran leuchtet. Und wie man es mit nicht radioaktiven und weniger toxischen Materialien verbessern kann. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren, um viele weitere neue und interessante Dinge zu sehen.